Direkt. Ich will einfach nur, dass man mir auf meinen Teppich pisst. Hey Leute, na? Wie ist es? Schon gesehen, ich habe ein neues Video hochgeladen. Oh, ihr habt schon draufgeklickt. Danke dafür. Sehr geil. Also ihr seid ja alle voll intelligente Leute, deswegen habt ihr schon den Titel des Videos gelesen. Jetzt bin ich ja gerade mit meinem gesunden Ellenbogen abgerutscht. Das ist der Wahnsinn, direkt der nächste Tod. Und deswegen wisst ihr absolut, worum es geht. Es geht um eine Reaktion vom Simon von Rocket Beans, der anschaut mein Video Etienne in Real Life. Auch einer von Rocket Beans. Die kennt ihr von unseren Gamescom-Videos. Und das ist ein bisschen kritisch gelaufen da. Denn der Simon fand das, wie ihr im weiteren Verlauf sehen werdet, ziemlich witzig, hat das dann auf seinem Highlight-Video-Kanal hochgeladen, auf Twitter gepostet und dort Etienne verlinkt und gesagt, haha, guck mal, dein Doppelgänger. Etienne jedoch fand das gar nicht witzig. Dann wissen wir jetzt auch, was er von diesem Video hält. Ich habe mit Simon auch kurz privat geschrieben und er hat mir bestätigt, dass das Etienne leider gar nicht witzig fand. Und das akzeptiere ich natürlich. Das ist insofern ein bisschen problematisch, dass Etienne immer eine der Personen war, die sagt, ey, hier, der Humor, da muss aber die Fahne für gewedelt werden. Ich kann natürlich verstehen, dass er vielleicht das ein oder andere Problem mit einer Aussage hinsichtlich seines Sohnes hat, der in meinem Video thematisiert wird. Das könnte ich verstehen. Jedoch ist das alles kein von mir ausgedachtes Hirngespinst, das sind alles Originalzitate, die ich in meinem Video verbaut habe. Deswegen, alles, was hier gesagt wird, ist halt von Etienne. Vielleicht fand er es auch einfach nicht so witzig, dass ich ihn parodiert habe. Das finden die seltensten Leute schmeichelhaft. Und deswegen kann ich das absolut nachvollziehen. Aber, wie gesagt, die Grenzen des Humors. Etienne, melde dich gerne bei mir, wenn du eine besondere Stelle im Video ganz blöd findest. Da wäre ich bereit, die rauszuholen, weil das ist so ein Kunstwerk. Das wird nicht entstellt, wenn da eine Stelle fehlt. Aber wenn es das Gesamtding ist, dann tut es mir leid. Vielleicht hat aber auch Simon ein Problem mit diesem Reupload von quasi meinem eigenen Content. Dann sagt er auch gerne Bescheid. Aber ich weiß, du hast dein Video gelöscht, aber im VOD von deinem Stream war es ja noch da. Also es ist ja nicht von der Erdoberfläche getilgt worden. Von daher dachte ich, das ist vielleicht okay. Wie dem auch sei, ich hoffe, ich habe alles dazu erklärt. Ansonsten bin ich gerne in den Kommentaren bereit, Nachrichten zu beantworten. Wie dem auch sei, schaut jetzt das Video und wir sehen uns heute Abend im Stream. Und wenn nicht, dann bin ich ganz traurig, aber ich verstecke meine Tränen hinter dieser Sonnenbrille und dann müsst ihr sie nicht ertragen. Ist okay. Mittwoch bin ich übrigens auch live, also kommt da vorbei. Nosterafu, ach, Nosterafu ist es dieser. Moment, bevor ich irgendwas mache, ist das der Typ, der jedes Mal bei der Gamescom, wenn wir da unser Live Almost Döli machen, auf die Bühne kommen? Ja. Und Etienne hat sich zwischen den Zeilen gewünscht, dass ich mich bei euch bewerbe und deswegen bin ich heute hier. Oh, der hat sogar verschiedene Bewerbung. Farben. Also er war jedes Mal anders gekleidet, hat immer einen Gag gehabt dabei und es gab jedes Mal Ärger mit Ede, weil der Ede das überhaupt nicht mag. Und mittlerweile sitze ich schon da und lauer schon so, weil ich immer auch der Einzige bin, der das feiert. Was vielleicht gar nicht gut ist, weil man sollte vielleicht sowas nicht noch ermuntern. Aber er tut ja nichts Böses. Und ich finde es auch lustig. Und es ist ein Running Gag. Aber ich sitze dann schon immer da im Podcast und gucke schon so und warte nur, bis ich ihn sehe. Und letztes Mal habe ich ihn sogar schon vorher gesehen, bevor er hochkam. Okay, komm, wir gucken mal rein. 7 Minuten, oh Mann, aber also, das tut mir jetzt schon leid, dass das nur so wenig Klicks sind. Weil eigentlich hätte das viel mehr verdient, jetzt schon. Und meinte, ich soll mich mit irgendeinem so Typen aus Weimar, aus Hamburg treffen, aber keine Ahnung, wo der ist. Bist du dieser Kameramann von diesem Dosterhafen-Spacko, oder? Also bist du der Typ aus Hamburg hier, ja, der immer krank wird bei Rocket Beans, kann das sein? Nee, das ist schon wieder totaler Bullshit, was soll denn... Oh Gott, ich kann das nicht, ich kann mir das nicht durchgucken. Das ist so, weil jedes Mal, wenn ich jetzt lache, wird impliziert... Ja, ja, der Simon erkennt den Eddie daran. Das ist ja voll schwierig jetzt hier. Okay, dann, ich guck einfach stoisch geradeaus. Ich hab schon direkt keinen Bock mehr. Ich hab, Alter, so eine Scheiße muss ich mir hier nicht anhören. Du. Ja, wir wollten das Video doch eigentlich schon zu deinem Geburtstag im Dezember machen. Was war denn da los? Krank geworden. Ja, machen wir jetzt dieses Scheißvideo oder nicht? Weißt du, also, oh. Ganz im Ernst, also wirklich gut. Die Haltung, die Art so... Wirklich gut, verdammt nochmal. Die Kälte alleine hier, ich zieh meine scheiß Jacken da an. Ich komm hier, jetzt pisst mich schon wieder alles. Okay. Ja, hier, dein Spacko-Freund, der wollte sich hier mit mir am Kino treffen. Ja, na, ich kann dir zeigen, wo das ist. Scheiße, zeig mir deine Drecksstadt jetzt. Ja, ist nicht so weit, also. Ich muss auch unterwegs noch meinen Sohn abholen. Ach so, ja. Also,
Das hat er, glaube ich, noch nie gemacht so, ne? Aber es ist halt schon lustig. Okay, oh, ich darf nicht lachen. Kommt die gleich an, wie mein Jonathan irgendeine scheiß Bio-Scheiße vegane Rotze in sich reinfüttert. Oh ja, ist doch nett. Ist doch okay. Ich hätte die gleich, ne? Direkt. Ich hab so einen Respekt für Security. Sicher. hat er gerade einen Hexenschuss vorgetäuscht. Direkt. Also jetzt soll mal einer sagen, dass das nicht aussieht wie Ede. Okay, ich habe gelacht offensichtlich. Ich habe so einen Respekt vor Security. Sicherheit. Siehst du dir das Security? Sicherheit? Ganz gewiss nicht, nein. Ja, machen Sie sich mal locker. Ja. Machen Sie sich mal locker. Ja. Dann ist doch gut, wenn du locker bist, das reicht doch. Ja, Spacko, ey. Diese scheiß Waldorf-Mutis, ne, mit ihren scheiß Bollerwagen. Hast so ein Stück Fußweg und dann kommt so ein Bollerwagen. Dann, oh, Vorsicht, ich muss hier durch mit meinem Filz. Genau sowas meine ich. Hier, guck mal. Genau das meine ich. Du fährst mit Fahrradhelm. Fahrradhelm. Überall schön mit Wattepolstern, damit mir ja nicht mal was Spannendes passiert im Leben, ey. Ja, keine Ahnung, wenn man sich jetzt das Genick bricht, ist es halt schon nicht so geil. Verweichlicht, ey. Deswegen verweichlicht unsere Gesellschaft. Nicht mal irgendwie körperliche Arbeit, nach dem Studium erstmal ein Auslandsjahr. Oh, ich muss mich erstmal selber finden. Ich kann dir sagen, wo du bist. Am Grill mit deinem scheiß Veganbeutel. Verpiss dich vom Grill mit deinem scheiß Gemüse. Alter. Das schmeckt doch auch so. Ja, okay. Hier ein bisschen mein Kleid, meine Körner. Und du filmst jetzt hier die ganze Zeit, oder was? Ist das, machst du das für den freiwillig oder ist es dein Hauptberuf? Was machst du? Ja, also ich mach das schon so für den und nebenbei studiere ich auch noch. Das kotzt mich an, ey, diese Sch. Okay, das ist. Der Moment ist so fantastisch mit dem. Weil ich schon bei dem Studieren wusste ich auch schon. Ah, da geht's hin. Oh. Ah, oh Gott. Oh. Für den und nebenbei studiere ich auch noch. Das kotzt mich an, ey. Diese scheiß Studenten immer. Oh, ich bin ja so intelligent mit meinem scheiß Wissen. Wir wissen doch alle, wie das aussieht. Erzähl mir doch nichts. Oh, es ist so anstrengend. Oh, ich studiere. Zack, Enter. YouTube angemacht, Marmeladenoma geguckt. Man kennt's doch. Ohne Fahrrad sogar. Hilfe, dein Mittagessen. Schön. Was gönn dir? Jetzt schon ein bisschen überzogen, was du hier machst, ne? Spacko, Alter. Hier ist jetzt die Kita. Ich hole jetzt Jonathan ab. Alles klar. Kannst du hier warten oder ist das zu anstrengend für dich? Nee, ist schon. Geht ja, schon. Danke. Nicht, dass du aus Versehen wieder anfängst mit Lernen und ganz angestrengt dann bist. Wird's gehen? Ja, ich hole jetzt schnell. Ja, gut, dann bis gleich. Nein, Fresse. Jonathan, komm jetzt! Jonathan, mach jetzt hin! Ein gezielter Dropkick, dann versteht er das. Oh. So ein Engelschwein hat die gefragt, ob er nicht... Ich möchte es nur einmal sagen, damit es einer mal gesagt hat. Der Ede ist ein super Vater. Ohne Scheiß, das mache ich natürlich ironiefrei. Er ist ein richtig guter Vater. Ich wünschte, mein Vater wäre auch nur annähernd so cool zu seinen Kids gewesen wie Ede. Aber trotzdem finde ich es lustig. Aber der Ede, wirklich, das geht mir fast zu weit, weil... Der Ede ist wirklich ein guter Vater. Der regt sich halt drüber auf, der macht sich lustig über die Kinder, aber wer macht das nicht? Kinder sind halt auch dumm. So, aber also ich finde es jetzt auch nicht schlimm als Gag. Ich will nur einmal sagen, dass ich Ede schon 100 Mal mit seinen Kindern erlebt habe und ich weiß, wie Ede denkt über seine Kinder und der ist ein richtig guter Vater. Ich hätte selbst nicht gedacht. Ein bisschen nachhaben kann vom Salat. Nicht unter meiner Flagge. Ist doch voll okay, wenn man... Hast du gehört? Du kannst ja nicht so dein Kind einfach durch die Stadt ziehen. Er muss es lernen. Ja, aber... Was denn? Okay, das ist einfach zu gut. Ja, aber was denn? Ich glaube, dem Jonathan ist ein kleines Malheur in der Hose passiert. Kann was? Das sein? Oh, Jonathan! Alter.
Okay. Jetzt wird's halt aber auch fucking crazy. Oh, Jonathan! Ist das schon wieder eingeschissen? Ja, ja, ja. Oh. Alles wird anders dieses Mal! Muss ich woanders hin? Achso. Kann ich auch mal aufreden. Okay. Der war nur nicht bei dem Entschuldigung, ich komme noch nicht über den, über diesen Dropkick hinweg. Das ist wirklich gut. Wirklich gut. Vielleicht bin ich auch einfach, ich mag so, ich mag auch Physical Comedy. Ich mag das einfach, weil der war halt so klein. Du kannst den gar nicht dropkicken. Hast du eigentlich studiert? Angefangen. Es war nichts für mich. So, wir sind jetzt hier gleich. Kleine Korrektur. Ede hätte es nicht so gesagt, sondern er hätte automatisch gesagt 2 Semester. Ich habe das ja auch schon mehrfach gehört. Er erwähnt auf jeden Fall die Semestermenge. Ah. Angefangen. Es war nichts für mich. So, wir sind jetzt hier gleich beim Kino. Kannst du dann. Was ist euer Kino? Ich sagte, wenn das jetzt irgendwie Ant-Man 38 ist oder so, oder ich drehe. Hier, komm. Soll ich verarschen oder was? Ich hab meinen Sohn dabei, ich muss auch mal an sein Wohl denken. Wenn er in den scheiß Film geht, weißt du, wie der endet? Genauso wie du. Oh, ich muss erstmal selbst Film machen. Ist doch Disney, ist doch geil. Die Sache ist angebrochen, weißt du? Wir machen stattdessen was Besseres. Wir machen jetzt mal ein schönes Stand-up, okay? Ich zeig dir mal was du Star Wars. Ihr fahrt mit Helm Fahrrad. Hey Leute, ne? Meine Mutter. Alter. Wow. Wow. Das ist nicht schlecht. Respekt. Aber warum ist da keine Statue? Wo findet man denn sowas? So eine, ne? Wenn der Laptop zu schwer ist, dann löscht die Dateien runter. So eine ist das. Ja. Aber jetzt mal, Leute, ehrlich. Wisst ihr, wie viele Leute man braucht für den perfekten Wurms? Für den perfekten Wurms? 3 Leute. Moin Leute, hier zur Abwechslung mal wieder, heute zur Abwechslung mal, Alter, keiner würde so rumlaufen. Sicher? Ja. Aber man soll doch das hinten sehen. Ja, also dann zieht die Jacke aus, würde ich sagen. Veganer Grill ist das. Ja. Wie alt ist dein Sohn so? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Okay. 7. Also, wie ihr seht, habe ich Robin längst abonniert. Also, das ist echt schwierig jetzt. Wie komme ich jetzt hier wieder weg? Oh Gott. Parodistisch ist es wirklich relativ gut. Die Zitate so teilweise sind natürlich gerissen aus dem Zusammenhang und so funktionieren auch. Und es ist ja auch eine Parodie. Ich meine, das muss man ja jetzt auch nicht auf die Goldwaage legen, aber ich bin mir sicher, dass der Ede sich auch drüber aufregen würde. Weil der Ede, glaube ich, auch den Robin überhaupt nicht leiden kann. In the eye.